Willkommen zurück, liebe Freunde. Und es regnet immer noch und ich glaube, es hört auch nicht mehr so schnell auf. Scheiß drauf, das Wetter ist uns egal, denn wir verpieseln uns jetzt wieder nach drinnen durch dieses unscheinbare Fenster hier, was wir jetzt gleich mal aufhebeln werden, wie so ein richtig gewitzter Dieb, du. Und rein in die nächste Bude. Hat schon nicht gerade irgendjemand was gesagt? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mach mal hier das Licht aus. Ist doch viel zu hell hier! Meine Augen! Als Gamer vertrage ich sowas nicht! Okay, da ist keine Klinke dran, komischerweise, wie die Bewohner hier da wohl rein und rauskommen, ist die Frage. So, mein und jetzt. Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Ihr seht du, mich alter nicht. Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt. Was? Die Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Erstmal rein hier. Okay, ich habe mich jetzt hier erstmal verschanzt. Ich frage mich, wo die Wachen jetzt lang gehen. Wo die eine Wache, die beiden da unterhalten sich anscheinend nur da hinten. Und die eine Wache patrouilliert hier auf jeden Fall. Ich warte jetzt einfach mal, bis die wiederkommt. Nicht, dass ich jetzt hier rausgehe und die auf einmal vor mir steht. Das wäre äußerst ungünstig. Na komm schon zurück, Mann. So lange kannst du doch nicht unterwegs sein. Die Musik rockt gerade ziemlich, muss ich sagen. Ach komm schon, wo ist die Scheißwache? Warte ich jetzt noch oder gehe ich raus? Oh Gott, ich werde es bereuen. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr. Dann hat er sich. Ich hab mich gerade kurz schon um einen Schatten erschreckt, Mann. Ich dachte, oh mein Gott, da kommt jemand. Aber das war ja nur mein eigener Scheiß-Schatten, Mann. Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nachtfenster. Seht so, dass sie lächelt. Jetzt holt sie ihren Nachtjob. Ja, ihr Scheiß. Kacksoldaten hier. So. Kommst du unter die Ecke, Linsen? Alle jammern wegen des Kriegs. Jetzt war keiner verlässt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Okay, ich folge denen jetzt mal ganz vorsichtig. Tut mir leid, dass ich momentan hier nicht so viel quatsche. Da hinten sind schon die nächsten Wachen. Hier kann ich hoch. Okay. Jetzt sind wir oben, Leute. Das ist schon mal sehr gut, dass wir jetzt hier oben sind. Und so können wir den anderen Wachen. Das sind. Nee, ich weiß. Oder? Haben wir die schon mal gesehen? Ist das so ein Kreisgang? Ich weiß es nicht. So ein Rundgang? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den anderen Wachen jetzt, glaube ich, mehr oder weniger aus dem Weg gehen. Ja, können wir. Sehr gut. So gefällt mir das. Oh. Videosequenz! Der Turm. Wir haben es geschafft. Hell yes. Abgeschlossen! Die Abriegelung. Phantom, du hast versucht, weder Spuren zu hinterlassen, noch Alarme zu verursachen. Oh yeah. Mhm. Diebesherausforderung, bleibe unentdeckt erledigt. 125 Gold. Stiehl alle Beuteobjekte. Ja gut, alle Beuteobjekte haben gerade 12% gestohlen, ja. Also, naja. Fortfahren natürlich. Da bin ich nochmal gespannt, was jetzt hier als nächstes auf uns zukommt, liebe Leute. Was erwartet uns als nächstes in der Stadt? Und da wären wir hier wieder. Und ich glaube, wir sind jetzt im Inneren des Turms.
das unser Geheimquartier ist? Oder das Quartier von irgendeinem, den wir kennen? Oh, hier ist eine Kiste, die wir aufmachen können. Aber es ist nichts drin. Ach, hier können wir Sachen drin lagern. Das ist anscheinend unser Quartier. Das ist ja cool. Das ist ja ziemlich cool. Unikarte F1. Ach so, Unikarte. Oh. Ja, es ist spät. Hier können wir anscheinend so Sachen sammeln oder so. Aber es ist ziemlich nice hier, muss ich sagen. Das ist wirklich ziemlich cool. Und die nächste Videosequenz. Jennifer. Neues Ziel, trifft Besso im verkrüppelten Burrig. Okay, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das mal. Hinten nochmal kurz umschauen. Nee, aber ich glaube, hier haben wir alles gesehen. Dann würde ich mal sagen, laufen wir dem Schein entgegen. Die Stadt Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja, das möchte ich. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In zwei Tagen soll... Da ist der Laden, in den wir rein müssen. Crippled Burrick. Mit einem Kampf. Jawohl. Und hier sind wir. Okay. Aha, und hier... Hier können wir wieder zurück anscheinend. Interessant. Wir haben jetzt anscheinend mehrere Optionen hier, uns da hin zu verfrachten. Stumpfe Pfeile. Ich habe, glaube ich, keine stumpfen Pfeile. Nein, ich habe keine stumpfen Pfeile, leider Gottes. Das Wetter schlägt um. Verdammte Scheiße, ich habe keine stumpfen Pfeile. Naja, egal. Ich glaube, ich will erstmal hier hinten lang gehen, denn da habe ich ja schon was zum Erbeuten gesehen. Ganz vorsichtig. Hier komme ich gar nicht hoch, das ist ja blöd. Und dann gehe ich doch erstmal zu dieser... Ich nehme mal an, dass es sich dabei um eine Taverne handelt, um einen Pub oder sowas. Ich brauche was zu trinken. Schwuppdiwupp rüber da. Was ist das für ein Schein? Ich brauche eine Pause. Da unten ist der Laden. Mal gucken, was hier so ist. Na komm, mach die Kiste auf, du. Mach sie auf. Komm schon, du schaffst es. Okay, das sind anscheinend mehrere Optionen, wie wir hier runtergehen können. Schätze ich einfach mal. Ich glaube, diese blauen Teile, diese blauen beleuchteten Dinger, wie das Seil auch in der letzten Folge schon war. War das die letzte Folge? Ja, es war die letzte Folge. Wie es bei dem Seil in der letzten Folge war, das sind, glaube ich, so eine Art
Markierungen, wo man lang gehen könnte, um zum Ziel zu kommen, wenn ich das richtig verstehe. Oh, das sind Bienen. Hier können wir auch lang gehen. Aber ich glaube... Nehme ich die Leiter oder gehe ich durchs Haus? Ich glaube, ich gehe einfach mal durchs Haus. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen mit erbeuten oder so mitgehen lassen. Na dann. Auf ein neues. Und dieses Mal auch zum letzten Mal. Schwuppsdiwupps sind wir auch schon drin. Da geht's runter. Ich guck mal kurz hier. Kann ich irgendwas öffnen? Nein, kann ich nicht, wie es aussieht. Schade. Und dann kann ich, glaube ich, kann hier das Licht ausmachen. Oh, es ist dunkel. Ich frage mich, ob hier unten drin Soldaten sind. Ich hoffe doch nicht. Ein Schwert, wenn ich dafür nur eins nehmen könnte. Ich frage mich, ob er noch ein Schwert bekommt. Ich glaube, in den... Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man bei Dark Project 2 The Metal Age auf jeden Fall ein Schwert hatte. Wenn ich mich recht entsinne. Na, dann räumen wir hier doch mal. Es hat sich doch voll gelohnt, hier reinzugehen, Alter. Kann man voll viel Sachen mitnehmen. Ah, hier ist noch irgendwie so ein Bandagenzeug, glaube ich, oder? Aber das kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Hm, komisch. So, einen Brieföffner haben wir noch gefunden. Ach, und hier ist ein Safe. Wird ja immer besser. Alter, das gibt's doch gar nicht. Alter. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nein. Nummer 4. Und das letzte müssten wir auch gleich haben. Jupp, haben wir. So. Bin ich mal gespannt, was uns da drin so erwartet. Boah. Nice. Eine goldene Büste. Das ist natürlich eine ordentliche Beute, die wir hier gemacht haben, Freunde. Ich glaube, hier kann ich gar nicht weitergehen, oder? Muss ich sogar wieder hoch. Ich führe einen Kaffee. Na denn? Würde ich mal sagen. Hebeln wir das Ganze mal wieder auf und ich habe da hinten ja noch eine, noch ein Fenster gesehen, in das wir rein können. Ich friere. Und wollen wir da versuchen, auch nochmal gucken, was wir da so erbeuten können. Wobei in dem Bienchen, da, dieses Fenster, da ist ja auch so ein Schimmer. Und das ist einfach nur Licht. Aber das ist komisches Licht. Ich hoffe nicht, dass da jetzt wer drin ist. Das wäre echt ungünstig. Eine Küche. Lady Marigolds Wohnung. Ist hier ein Lichtschalter? Bei Rocks Zähnen. Kein Lichtschalter. Nichts zum Erbeuten. Ach, hier ist ein Lichtschalter. Ich brauch was zu trinken. Oh Gott, der kommt jetzt hier rein, glaube ich. Schnell, mach's auf. Mach's auf. Komm schon. Verpiss dich. Ich glaube, die Wohnung lasse ich mal aus. Oder? Ach, scheiß drauf, Mann. Das schnappen wir uns jetzt, Mann. Ich dachte, dafür wird
eingesperrt. Komm schon, wir räumen jetzt die Buddy noch leer. Großartige Idee, Spatzenhirn. Hier ist ja gar keiner. Oh, wisst ihr, ne? Das ist ja typisch. Das Licht noch ausmachen. Die Schubladen erstmal durchwühlen. Ha! Taschenporträt. So, dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns noch um. Und das Bild. Zwei Schalter. Eine ganz gewitzte, die hier wohnt. So. Aber von mir ist kein Safe sicher, würde ich mal sagen. Ach, das war sogar schon der Safe. Guter Fund. Ah. Nice. Ein Armreif. Ist aber noch was drin, das wollte ich auch haben. Dann mache ich das Ganze mal wieder zu, damit kein Verdacht geschöpft wird. Und dann würde ich mal sagen, Leute, dass wir hier in der nächsten Folge weitergehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, Leute. Bis dahin, Freunde. Ciao.